Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von No Place Like Home. Wir sind hier fleißig am Saubermachen. Das macht so einen Spaß tatsächlich. Wenn die ganzen Dinger nicht ganz so zäh wären, wäre das auch ein bisschen cooler. Aber Müll, kennen wir ja, lässt sich nicht so leicht entfernen. Ne? Ist dann einfach ein bisschen mehr Aufwand. Das ist halt wie im echten Leben. Einmal Müll weggeworfen, kriegst du nicht mehr so leicht weg. Gut, ich würde erstmal das hier noch kaputt machen. Es kann nämlich sein, dass alles nach unten fällt. Ich keine Lust, das alles mehrfach aufzusammeln. Wir brauchen mehr Auberginen. Wir sollten... Ja, das ist 21:30. Okay, beim nächsten Tag werden wir nach Hause gehen. Denn wir müssten Auberginen anpflanzen. Das ist wichtig. Super wichtig. Wir brauchen super viele Auberginen. Karotten habe ich genug. Und das andere habe ich vergessen, was ich noch brauchte. Drei Dinge, aber ich glaube, von dem anderen hatte ich mega viel gehabt. Und wenn nicht, muss ich da auch wieder Samen von den Vögelchen holen. Und wir haben ein Upgrade bekommen, das heißt, auch das Häuschen müssen wir verbessern. Kriegen wir noch mehr davon. Und haben dann noch weniger Probleme. Dauert alles nur ein bisschen. So, wo ist denn... Ich könnte hier vielleicht ein Hühnchen reinpacken. Wenn ich das jetzt aktiviere, muss ich alle vier raushauen, ne? Außer wenn ich rechte Maustaste nicht gedrückt, drücke. Vier wieder, okay. Genau, das bounced, so wie ich es kenne, immer hin und her. So muss es auch sein. Oh. Ich darf nur nicht rechte Maustaste drücken, das ist wichtig. Aha. Ein verlassenes Häuschen. Wie heute wohl jemand? Haben wir sauber gemacht. Ist okay. Na, Musik dann war schön. So, wo kann ich denn noch ein Hühnchen hinsetzen? Noch Roboterteile. Hier muss es jetzt nicht mehr lohnen, ne? Die paar Dinger hier. Na komm. So, Ehrgeiz. Hält ja scheinbar auch nicht lange. Dann kann man schon auch mal punktuell einsetzen. Ding, 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 ding. Zwei Stück haben wir noch. Wir brauchen mehr davon. So, mein Schrott ist schon wieder voll. Der nächste Schrotthaufen ist schon bei 1726. Da rein. Nehme ich hier schon da rein. Da geht's auf in die Kälte. Lass mich mal da hinten lang. Will gerne da hoch, weil das nämlich eine Leiter. Die sich verstecken wollte. Borscht. 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 Scheinbar eine rote Beete. Eine rote Beete-Suppe. So. Was haben wir hier noch Schönes? Kann ich hier was kaputt machen? Hallo Küchen. Japanischer Ziereimer. Noch eine Kiste. Hm.
Ich muss da rein. Noch ein Rezept. Eiscreme. Oh, das ist eine Milch. Schlecht, dass jetzt auch hier in so einem Gebäude Schweine drin sind, dass ich gerade nicht mitnehmen kann. Das heißt, ich muss auch später alle Bäume noch abchecken. Ich brauche echt dieses abgefüllte Schwein. Komm, wird langsam mal Zeit, dass die Orangen schon fertig sind. Boah, ist das nervig. So, Küchen. Komme ich darüber? Ah. Ich muss mir das alles, glaube ich, aufschreiben. Ich muss Kisten mitnehmen, zwei Stück. Mindestens zwei Stück nehmen wir mit. Es wächst und wächst alles. Perfekt. Geilo. Ist das Hafer? Okay, Hafer brauche ich auch. Ich weiß gar nicht, was ich schon geupgradet habe und was nicht, ey. Das machen wir mal zweimal. Haben wir jetzt Neues bekommen? Kuhstall, ne? Könnten wir jetzt theoretisch machen. Brauchen wir noch ein bisschen was. Lass uns mal sowas machen. Was ist denn das hier? So, das Upgrade schauen wir jedes Mal einzeln. Okay, ich habe mal nichts wieder bekommen, mein Hafer. Okay. Zwei Kisten. Wir werden mal kurz schlafen. Hoffen, dass die Dings fertig sind. Die Orangen. Vielleicht ein paar Pflanzen? Nix! Kein Weizen fertig, nischt. So, naja. Dann lass uns erstmal hier ein bisschen die ganzen Samen reinpacken, die ich gerade nicht mitnehmen möchte. Auch die Felder. Die Felder packen wir mal rein. Das würde mich tatsächlich interessieren, was das ist. Man muss da nicht mehr vier, sondern noch eins umschieben oder wie? Oh, ist das rote Beete? Na gut. Wir müssen halt nicht mehr vier pflanzen. Weiß ich nicht. Ja, finde ich jetzt irgendwie nicht so sinnvoll. Wir können sie selber craften. Schon mal wichtig. Falls wir noch mehr anbauen wollen, allerdings weiß ich gar nicht, ich habe so viele Pflanzfelder. Keine Ahnung, wo ich den Platz dafür hernehmen soll. Finde ich jedenfalls nirgendwo. So viele große Flächen haben wir nämlich gar nicht, ne? Bitte, seid fertig. Ach, kommt schon, ey. Echt. Einen Tag noch. Hoffe ich. Let's go. Gehen wir hin. Perfekt, so, das nehmen wir auch mit. Genau, Reifen brauchen wir jetzt nämlich. Ich habe ja gesehen, für die Pflanzentöpfe können wir Reifen oder verwenden wir Reifen. Das zeigt mich schon wieder nichts an. Ah, ich bin irre in dem Spiel. Mehr Mayo. Die sind 4. Nicht Karottensamen. Ich weiß nicht, ob wir davon noch genug haben.
Trockenholz wollte ich mitnehmen. Dim, 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 dim. Was ist diese Mütze? Das Deko. Kacke ist das. Hätte ich irgendwo Mützen gehabt? Hier. Ja. Das haben wir, das haben wir. Orange machen wir immer noch. Ist immer noch ein Riesenproblem. Das ist ehrlich gesagt gar nicht, wofür wir diese ganzen Recycle-Dinger brauchen, ne? Ich hoffe, wir können aber irgendwas dickes, fettes später noch bauen. Ich habe 6600. Keine Ahnung, ob ich so viel überhaupt brauche. So, das ist leider nur Kartoffeln, ne? Das bringt mir immer nur Kartoffelsamen. Wir haben noch ein paar Pflanzfelder, die wir reinpacken könnten. Wir können es aber auch sein lassen gerade. Wir packen mal hier die ganze... Ach, doch, rote Beete. Haben wir noch irgendwo ein paar Felder, wofür rote Beete? Ja, wir können da noch was anpflanzen. Wo sind meine rote Beete zusammen? Bin ich blind? Da, auf 1. Ja, ich bin blind. So, der Sprinkler kommt mal wieder da rein. Dann wird die rote Beete angepflanzt. Wichtig. Wollen wir noch was zum Anpflanzen? Scheinbar nicht, aber das wäre schade, wenn wir da nichts anpflanzen würden. Nehmen wir ein bisschen Weizen noch. Ein bisschen Weizen kann nicht schaden. Ich glaube, ansonsten haben wir alles erstmal dabei. Ich habe die zwei Kisten, aber ich habe das Feuerholz dabei und let's go. Speichern. Ich muss den ganzen Weg bis dahinter latschen, ne? Wobei, das glaube ich, ist ja... Was, ist das gleiche Areal? Ich glaube ja, ne? Es ist einfach riesig. Holy shit. Erstmal möchte ich gerne den Eisblock einfrieren, auftauen. Und dann waren wir auch schon in der Erde. Wir sind ja da hinten gewesen. Da war ja auch gleich das mit dem... mit den Kisten. Da geht es nämlich auch noch lang. Alter. 1000 Wege. So, dann schmelzen wir das Ding erstmal. Das Eis ist geschmolzen, aber es ist noch nicht vorbei. Der Eisblock ist geschmolzen, jetzt muss ich die zerstörten Bereiche des Baus ersetzen. Das sollte nicht allzu schwer fallen, schließlich habe ich die Erfahrung. Außerdem sollte ich die Lagerfeuer löschen und säubern. Ah. Nee. Ich hätte jetzt auch gedacht, wir löschen die Lagerfeuer jetzt, aber will er nicht. Gut, dann lassen wir das mal. Dann gehen wir uns das da hinten holen. Eine goldene Kiste. Und ein neues Tierchen. Kartoffelsalat. Danke. Okay, hier sind wir fertig. Da war noch ein Schwein drin. Ich hoffe, ich merke mir das über die Zeit. Ich denke eher nicht. Wir werden jetzt mal hier kurz den Checkpoint holen. Ich denke, hier wird einer sein. Den Schnellreisepunkt. Ja, Winterbahn. Mhm. Wird frostiger. Vielleicht muss ich mir später so einen Winterhut aufsetzen, aber Equipment gibt's ja nicht. Da war nichts drin, da oben waren wir.
Der möchte, dass ich zum Kontrollzentrum gehe. Das Kontrollzentrum ist aber tatsächlich auf einem Hügel. Hat er gesagt? Aber tatsächlich muss ich dann den Weg lang weiterlaufen, ja. Und scheinbar wird er mir beim Pflanzen helfen, so wie ich das verstanden habe. Naja, auch geil. Ah, dauert noch. Dann lass uns den anderen Weg erstmal machen. Und zwar den hier. Haben wir jetzt eigentlich die Auberginen eingepflanzt? Ne, ich habe rote Beete eingepflanzt, ich Trottel. Naja, Auberginen sind trotzdem eingepflanzt, ein paar. Aber nicht alle, die ich habe. Es kommen auch schon ewig keine Gegner mehr, ne? Faszinierend. So ein richtig entspannter Teil hier. Bin ich einfach schon wahrscheinlich schon zu weit gelaufen damals. Das ist noch so eine Eichel. Wir müssen die Bäume ja sowieso noch pflanzen für die Wildschweine. Es kann sein, dass wir die tatsächlich noch brauchen. Jetzt habe ich die andere Eichel jetzt nicht zurückgelassen. Ah, das sieht schon sehr verdächtig aus. Das sind schon sehr viele. Weiß, dass ich eh kriege, auf wegzurennen. Da ist noch ein Wildschwein. Wieder ein Pflanzenfeld, geilo. Na, wieder eine Kiste da. Na, aber eine Feder, nice. Leider wieder von einem Tier, was ich nicht kenne, weil der Name mir nicht angezeigt wird. Diebische Elsterfeder. Und landet an einem was? Landet an einem Ordner. Der Müll. Den möchte ich gerne bitte eintauschen. Ach, gleich wieder 5000. 5000 schon wieder voll. Saug, saug, saug. Wieder viele neue Samen. Zum Anpflanzen. Also so viele Felder habe ich gar nicht mehr. Aber gut, wenn die einmal alle wieder durchgewachsen sind, dann müssen wir wieder 500 Samen anpflanzen. Dann werde ich wieder Probleme haben wahrscheinlich. Deswegen sammeln, 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 so viel es geht. Was ist das für eine Brühe, ey? Und dann werden wir beim nächsten Mal wieder 600, 700 Samen wahrscheinlich raushauen. Und wieder ein Pflanzfeld. Und wieder ein Pflanzfeld. Es gibt ja gerade sehr viele Pflanzfelder. Ich glaube, wir sollen anpflanzen gerade. Das Weizen zum Beispiel. Geht's hier weiter oder ist hier einfach nur so? Ah, das geht's noch weiter. Wie groß kann diese Welt eigentlich sein? Die ist ja gigantisch im Vergleich zum Early Access. Da habe ich ja fast kaum was gespielt. Man dachte schon, das wäre groß gewesen. Jetzt ist es ja riesig. Holy shit. So heftig. Auf Eis gelegt. Ah ja. Eicheln satt. Um die Wildschweine zurückzubringen, muss ich noch für einen steten Nachschub an leckeren Eicheln sorgen. Vier Eicheln sollte für das erste rausreichen. Bei dem rauen Klima werden die Wildschweine diese Nahrungsquelle bestimmt zu schätzen wissen. Habe ich schon vier? Ich habe drei. Okay, also eine brauche ich noch. Die wird sich dann hier irgendwo verstecken. Schauen wir mal, wo es hier hingeht. Ding, 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 ding. Mhm. Ein verstecktes Areal noch. Aha. Ach, das ist das mit dem Anfang gewesen hier. Guck mal her hier. Ich werde dich aufmachen. Thank you.
Den Samen. Was haben wir da? Maiglöckchen Saatgut. Tatsächlich würde ich gerne hier runterspringen, um dieses Ding einfach zu... Oh, hier ist auch noch was. Brot. Nice. Jetzt muss ich einmal wieder außen rum langlatschen. Wirklich außen langlatschen, meine Güte. Das ist ja nicht nötig gewesen. Na, guck mal, was ich mit den Blumenspinnern machen muss. Ich kann dir mal die Feder geben, dann habe ich das auch in meinem Inventar nicht mehr drin. Ich habe Federn für dich. Ich habe die Proben für meine Untersuchung genommen und die Federn deinem Ordner hinzugefügt. Okay, das ist ja mein hier die Sammlung. Es fehlen noch 9 Federn. Pflanzensammlung haben wir noch nichts. Es fehlen noch ziemlich viele Gerichte. Ein Eichelchen brauche ich. Ey, da liegt was auf dem Wasser. Da komme ich doch nicht ran. Wieder eine Feder, so muss es sein. Aha. Okay, ist tatsächlich nichts mehr. Sehr schön. Dann werden wir kurz alles mitnehmen. Aber hier fehlt noch eine Eichel. Schade, wäre cool, wenn sie hier gewesen wäre. Alles sauber. Oh, ich habe noch mehr davon. Ich habe 3 noch im Inventar. War ich denn satt? Okay. Ich habe... Ach, die Eichel meinen Sie oder wie? Ah, okay. Waren wirklich nur Eicheln. Okay. Und jetzt kann ich sie füttern. Muss ich die Wildschweine nur noch finden. Oh, sorry. Nehmen wir doch mal den da. Gucken, was er haben möchte. Eicheln. War mir klar, oder? Kann ja nichts mit anfangen, also. Das haben wir, das haben wir. Din, 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 din. Man könnte tatsächlich nicht mehr viel machen, außer weiter hochzugehen jetzt. Was hier? Ah. Dann lass uns zum eisigen Gebiet gehen. Schauen, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall viel Müll natürlich. Mit wahnsinnig viel Leben. Ohne Bohrer-Upgrade würden wir noch Ewigkeiten brauchen. Oh. Sieht interessant aus. Aber nicht das Kontrollzentrum, ne? Ist da jemand drin, ne? Bestimmt, ne? Nee. Irgendwann ist hier mal einer drin. Ich habe keinen Plan, was da drin war. Schau mal, kein Rezept. Auch dieses Haus wieder sauber gemacht. Okay, wo muss ich hin? Ich muss zu der Station.
Da ist ein Bau, den wir wieder reparieren können. Ich muss bis da oben hin, Alter. Den ganzen Müll hier. Muss alles weggemacht werden. Hühnchen wäre ganz cool dafür, ne? Ich werde mal kurz hier durchsäbeln. Ha, einmal durchgesäbelt. Milliarden Schrott freigelegt. Die muss man komplett einsaugen, alles. Mmh. Lecker. Und die ganzen Häufchen hier noch, ne? Hier war noch eins. Dann gucken wir, wo es hier überall weitergeht. Habe ich schon überall einen kleinen Blick in diese Richtung geworfen, aber auch selber keine Ahnung, was das dahinter ist. Wenn wir gleich mal gucken. Was noch was? Oh, hier mal eine Kiste. Ne, ganze Kiste habe ich ja nicht aufgemacht. Natürlich. Zusammen können wir die aufmachen. Zip. Und wieder 9099. Und hier wieder eine Kiste. Noch eine Deko. Na komm. Diese Köpfe sind aber nervig. Super schwer zu öffnen. Oh, ist ein Knopf. Was haben wir da? Ach, das ist wieder so ein. Ah, okay, das ist wieder so ein. Ja, das ist gar keine Behausung, sondern so ein Dungeon wieder. War ich auch schon lange nicht mehr drin in so einem Dungeon. Also am Ende des Spiels, oder bald. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das Game geht. Wobei, es wird schon eine Weile gehen. Gefrorene Hügel, dann müssen wir ja noch. Wir haben ja noch die Weltkarte. Den Bereich, den hier haben wir noch nicht in dem. Also wir haben jetzt gerade mal drei, im dritten von fünf sind wir. War schon echt heftig, wie riesig dieses Game ist. Auch noch eine Kiste. So, habe ich kurz mal noch alles kaputt gemacht. Ne, hier sind wir schon, wird eisig, also da werden wir mal noch nicht lang laufen. Wir haben nämlich hinten noch ein kleines. Lass uns erstmal hier reingehen. Was haben wir hier? Picknick. Lass uns erstmal hier reingehen. Sofern wir nicht eingeschlossen werden. Mmh. Oh, okay. Cool. Da ist einmal die Schnellreise. Verstehe. Sehr schön. Hier oben geht es nämlich auch. Hier habe ich noch nicht eingesammelt. Hier oben geht es nämlich auch noch weiter. Ich hätte gedacht, hier wäre Ende gewesen. Aber tatsächlich, nö. Gibt es hier noch einen kleinen Erdhaufen, der sich hier uns in den Weg stellt. Und dahinter ist... Ich... Nichts. Doch, da geht's noch weiter. Okay, eine Zeitschaltuhr quasi. Mhm. Bringt es aber noch nicht so viel, wenn wir nicht alles freigeschaltet haben. Ja, das mal alles kaputt machen, denke ich. Oh. Muss noch ein dritter irgendwo sein, alles klar. Ja, erstmal alles sauber machen. Und dann ist es uns auch möglich, hier durchzurennen. Um die ganzen Knöpfe zu drücken, die wir drücken müssen. Guck mal, die verstecken die Schlingel. Da ist noch ein Knopf da hinten. Hier ist auch noch einer. Oh, dieses Geräusch. Geilo. Oh ne, das ist was anderes. Ah, so ein Healer wieder, okay. Na gut, das war jetzt nicht so gefährlich. Oh, ein bisschen mehr Schaden machen wir tatsächlich. Oh, geht's auch weiter. Ups. Egal. Wir säbeln erstmal weiter. Hier könnte ich mir darunter vorstellen, dass noch eins ist. Na? Nö. Wo geht's denn hin? Da ist eine Wand. Gebäude. Ein Tunnel. Aha, geht's da rein? Nee, oder? Stimmt nicht. Ah. Denke nicht. So, schöner Überblick hier. Oh. Oh, ein Waschbär. Hallöchen, kleiner Waschbär. Okay, können wir reparieren.
Kann ich mir das merken? Das haben wir auf jeden Fall noch nirgends gefunden. Gut, wir haben nur diese drei Schalter hier. Zwei per Zeitschalter und der Rest, der letzte öffnet vielleicht das Tor da hinten. Schauen wir gleich mal. Okay. Na dann, let's go. Ah ja, viel Zeit auf jeden Fall hat man dafür. Gut, wir haben auch Bewegungstempo, das geben wir uns nochmal dazu sagen. Ist er gedrückt, ja? Oh. Ah, verdammte Axt. Eine Sekunde zu spät. Halbe Sekunde. So. Sesam, öffne dich. Schöne Musik auf jeden Fall, ne? Gefällt mir. Gut, wir haben das geöffnet. Was sich dahinter befindet, meine lieben Freunde, das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge herausfinden. Nö, tun wir nicht. Machen wir noch. Scheinbar ist hier nicht viel. Ein Omelett. Wir finden ein Rezept. Ja klar, Kuh halt auch wichtig. Schon richtig. Oh. Schädel. Okay. Da war das ein kleiner Zwischenweg. Dahin müssen wir halt noch hin wegen den Waggons. Na gut, aber erst noch mal eine kleine Pause, meine lieben Freunde. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von No Place Like Home. Dann geht's weiter. Da hinten wird alles aufgeräumt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.